Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Ich bin Silke. Datum 1, 25.11.2017. Datum 2, 25.11.1917. Folgennummer 75. 25. November 1917. Es bleibt mild. In den Bergen fällt etwas Schnee. Herzlich willkommen zur 75. Folge vor 100. Hier ist der Luis und der... Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Ja, und wir haben den 25.11. sowohl heute als auch in der Vergangenheit. Unsere Folge heute hat den üblichen Themen, nämlich wir beginnen mit Hausmeisterthemen und dann, Steffen? Dann kommen wir zu Kuriositäten, heute von vor 100 Jahren. Wir haben eine große Panzerschlacht, Werbung, natürlich von vor 100 Jahren. Und die Totholz-Rubrik. Wobei ich wieder mit dem Tausendsasser, dem James Bond aus der Vergangenheit, Harry Graf Kessler, reden werde. Und ich habe Tom Kirk mitgebracht, wie James D. Kirk, nur mit Tom. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir mit den Hausmeisterthemen. Die Hausmeisterthemen sind wie immer begrenzt auf 2 Minuten, denn Podcaster reden gerne über sich selbst. Mhm. Und für die 2 Minuten verwenden wir eine Eieruhr als... Eine Online-Eieruhr. Als optische Schallmauer. Steffen liebt seine Eieruhr. Wenn die 2 Minuten vorbei sind, Luis, auch für dich, dann ertönt dieses Signal. Und wir wissen Bescheid. Sehr gut. Ich lasse sie starten. Ja, Steffen, wo sind wir? Ja, wir sind wieder bei dir. Wir haben uns lange nicht gesehen, Luis. Ja. Du warst wieder mal im Weltgeschehen unterwegs. Ich war in Hongkong. Auf anderen Kontinenten. Genau, ich war in Hongkong in Urlaub und war doch mal in genauso schön in Niedersachsen beruflich unterwegs. Weltstadt Hannover. Ja, das waren die letzten 2 Wochen. War viel los, war sehr, sehr schön. Übrigens Prost. Ja, und Prost auch noch hier. Genau, und ich bin erkältet, deswegen alkoholfreies Bier bei mir. Und meine Heizung war ewig kaputt, aber heute geht's wieder, du hast Glück gehabt. Ja, sie ist genau heute repariert worden, habe ich gehört. Ja, ich kann nur sagen, an alle Zeitreisenden, kaputte Haltung ist einfach mal scheiße. Und danach habe ich mich erkältet und es ist alles furchtbar. Liebe Zeitreisende, denkt immer daran, wenn ihr im Winter Zeit reist, dann immer in Heizungsgebiete. Also Gebiete mit funktionierender Heizung. Genau. Kaputte Heizung gleich schlecht. So, ja. So viel zu mir, Steffen. Was geht bei dir so? Ich lag die Woche auch ziemlich flach, muss ich sagen. Also nicht erkältungstechnisch, sondern kopfschmerztechnisch. Und ich glaube, zu so später Stunde noch Bier zu trinken und dabei zu podcasten, ist keine gute Idee. Mal schauen, wie viele Wortfindungsschwierigkeiten ich wieder habe. Bevor die 2 Minuten um sind, wir sind am nächsten Wochenende. Am 1. und 2. Dezember sind wir wo, Steffen? In Darmstadt beim Histocamp. Das ist ein Barcamp für alle an und mit Geschichte. Ja, wir wollen zusammen noch mit Daniel Messner vom Zeitsprung-Podcast, wollen wir dann auch ein kleines Barcamp geben. Ja. Eine kleine Session geben, wie man podcastet und was es ist, kann man das essen und warum man mehr Geschichtspodcasts braucht. Genau. Das werden wir tun. Wir werden da netzwerken mit anderen Historikern oder allen Leuten, die mit Geschichte zu tun haben. Ja. Also, fertig. Falls jemand von euch zufällig am 1., 2. Dezember in Darmstadt sein sollte, bitte gebe uns doch Bescheid. Wir freuen uns und trinken gerne Bier. Ich möchte mich noch bei Ben aus Düsseldorf bedanken. Vielen Dank für die Wochenschau von 1920. Ein Erbstück der Familie hat er uns geschickt. Habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Lieber Ben, du bist großartig und der Beste. Wo du gerade Danke sagst, wir haben es noch gar nicht gesagt. Vielen Dank auch an Kirsten und Silke für die Ansage und das Wetter. Das vergessen wir viel zu häufig. Ja. Gut, und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil der Sendung. Wir kommen zu dieser Rubrik Kurioses vor 100 Jahren. Eine sehr schöne Rubrik mit heutzutage sehr lustigen Meldungen. Die erste Meldung hat das Überthema Heizung. Ja. Nochmal, keine Heizung ist scheiße. Wie kommst du denn darauf, Luis? Nein, ich möchte das nicht nochmal erzählen. Gut. Der Schulunterricht im Deutschen Reich wird am Vormittag ohne Pausen durchgeführt, weil die Regierung hofft, auf diese Weise etwa 1/3 des Heizmaterials einzusparen.
Die armen Schüler vor 100 Jahren. Ich habe das gelesen und dachte, das müsste mein Arbeitgeber auch mal machen. Weil um Heizkosten zu sparen, eher nach Hause, fände ich nicht verkehrt. So, die zweite Meldung, Steffen, ist auch das Thema Heizung. Ja, auch das Thema Heizung, auch Kohlemangel. Denn die Leute in München, die haben auch nichts zu lachen vor 100 Jahren. Dort werden aufgrund des Kohlemangels Konzerte, Vorträge und Versammlungen untersagt. Und zwar für einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum. Ab dem 1. Dezember 1917 bis zum 15. Januar 1918. 15. Februar 1918. Februar, Entschuldigung, ja, Februar. Noch viel länger. Ja, also schon einige Zeit. Länger als die Winterpause der Bundesliga. Dritte Meldung. Dritte Meldung hatte diesmal nichts mehr mit Heizung zu tun. Aber, Luis, du meintest etwas mit ominösen Duellverboten. Ja, also ich wollte eigentlich sagen, mit zwischenmenschlicher Kommunikation. Okay, ja, so kann man es auch ausdrücken. Und zwar der österreichische Kaiser Karl I. verbietet den Angehörigen der Armee Duell. Tja, kaum vorstellbar, dass vor 100 Jahren sich die Leute noch duellieren wollten. Ja, ich fand es auch, weil das kann ich mir 1917, dem Jahr, in dem zur Luft, zu Wasser mit U-Booten, auf dem Land mit Panzern und Krieg geführt wird, es noch Duelle gibt. Aber gut, das war auch ein Weltkrieg, der vor 100 Jahren war, wo auch immer noch die Leute mit einer Kavallerie lospreschten, ne? Ja. Das ist heutzutage nicht mehr vorstellbar. Also heute vor 100 Jahren war es verboten, als in Österreich in der Armee ein Duell durchzuführen. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen unter einem ganz anderen Aspekt, wenn man das mal so kalt durchrechnet. Also dir gehen ja eh die Männer geradeaus in den ganzen Gefechten. Naja, klar. Und dann duellieren die sich dann noch. Darum wird es denn ja auch gehen. Na klar. Die vierte Meldung. Wer war es für die... Ach, ich sag's jetzt, nee, wir fangen damit, machen das fast gar nicht auf. Man kann halt spannende Parallelen zu heute ziehen. Und zwar, Steffen? Es gibt vor 100 Jahren 2 Millionen Soldaten feindlicher Heere in deutschen Kriegsgefangenenlager. Das muss man sich mal vorstellen. 2 Millionen Ausländer, die sozusagen den Kriege entzogen, bei uns Unterkunft haben. Ja. Zwar jetzt gegen ihren Willen, muss man dazu erwähnen, aber das Ergebnis ist das Gleiche. Auch die müssen verwaltet werden und ernährt werden. Und bewacht. Bewacht werden, das ist ein großer Aufwand. Ja, und dieser Aufwand wird unternommen, trotz Weltkrieg, und das Land ist nicht untergegangen dabei. Wobei man sich da jetzt auch nicht vorstellen darf, dass diese Gefangenen da in guten Zuständen waren. Das waren erbärmliche, bittere Zustände, in denen sie da in diesen Gefangenenlagern waren. Das muss man auch nochmal erwähnen, ja. Also so gut versorgt waren die denn auch nicht. Ja. Dann habe ich noch einen Vor-100-Moment gehabt, als ich vorbereitend für diese Sendung die Zeitung Berliner Tageblatt durchgelesen habe. Mhm. Und zwar die Ausgabe heute vor 100 Jahren, 25.11.1917. Und vor 100 Moment, denn ich bin ja gerade auf Wohnungssuche, hier auch in Berlin, und da stieß ich auf diese Meldung. Ich möchte hier nur die ersten paar Sätze vorlesen. Titel: Die Kleinwohnungsnot in Groß-Berlin. Die Kleinwohnungsnot in Groß-Berlin, insbesondere im Osten, führte in der Sitzung der Adlershofer Gemeindevertretung zu einer ausgedehnten Aussprache. Von verschiedenen Seiten wurde hervorgehoben, dass es bei der heutigen und mehr noch bei der nach dem Kriege zu erwartenden Lage des Wohnungsmarktes unmöglich allein Aufgabe der Gemeinden sein könne, helfend einzugreifen, sondern dass auch Reich und Staat Mittel und Wege finden müssten, um der Wohnungsnot zu steuern. Ja, vor 100 Moment, denn ja, auch ich 100 Jahre später muss gerade mit ansehen, dass die Kleinwohnungsnot in Groß-Berlin, nicht nur im Osten, sehr, sehr groß ist. Ja. Ich war gerade in Hongkong. Die haben noch größere Wohnungsnöte. Das noch größere Kleinwohnungsnot. Ja. Ja, also Tipps über Wohnungen in Berlin gerne an steffen@vor100.de. Sowohl von heute als auch von vor 100 Jahren. Ja, es wäre schön, wenn es eher mehr von heute wäre, aber gerne auch von vor 100 Jahren. Genau, dann würde ich sagen. Wir verlassen nun die Rubrik Kurioses vor 100 Jahren
Und wir haben noch eine Meldung gefunden. Da bin ich etwas stutzig geworden, als ich es gelesen habe, denn hier stand erste Panzerschlacht der Kriegsgeschichte. Und ich dachte, hä? Erste Panzer, die haben wir doch schon 1916 gesehen, die sogenannten Tanks. Mhm. Von Seiten der Engländer. Wie kann das jetzt die erste Panzerschlacht sein? Gemeint ist die Schlacht von Cambrai. Mhm. Cambrai, das liegt ungefähr so 35 Kilometer östlich von Arras, also kurz vor der belgischen Grenze. Und diese Schlacht von Cambrai wird allerdings als erste richtige Panzerschlacht bezeichnet. Hier haben wir, dass von den Seiten der Briten ausgehend 400 Panzer angreifen und quasi die Deutschen überraschen. Die haben erst so eine Nebelwand, die sie sozusagen in Richtung der Deutschen versprühen und dann greifen sie mit ihren 400 Panzern an und die Deutschen, die sehen diese Tanks und geraten regelrecht in Panik und flüchten. Und so konnten die Briten in dieser ersten Schlacht sehr, sehr viel Gebiet einnehmen, nämlich 10 Kilometer auf einer Frontbreite von 12 Kilometer. Das ist ziemlich viel. Das an der Westfront, das ist enorm viel. Ja, also von 12 auf 10 quadratisch, ne? Ja. Schon echt viel. Wenn wir da die anderen Schlachten uns mal ansehen, Schlacht an der Somme, Verdun und so weiter, das spielte sich immer nur um so ein paar Kilometer. Vor allen Dingen auf viel breitere Abschnitte. Hm. 10.000 Gefangene, ne? Und 2.200 Geschütze. Werden erbeutet, genau. Bei geringen eigenen Verlusten. Und jetzt habe ich hier, diese Schlacht war am 20.11. begangen sie, 1917. Also heute vor 100 Jahren und 5 Tagen. Und jetzt habe ich hier im Berliner Tageblatt, die ist auch vom 25.11.1917 die Meldung, auf der Titelseite, eine Meldung dazu, einen Auszug. Und er steht hier unter anderem: Den strategischen Durchbruch, der den Verbündeten in diesem Jahr in Galizien, bei Riga und Jakobstadt und in Italien so glänzend gelungen war, konnten die Engländer hier ebenso wenig wie in Flandern im viermonatigen Versuch trotz rücksichtslosen Einsatzes außerordentlich starker Kräfte erreichen. Unter schweren, blutigen Verlusten brachen seine gewaltigen Anstrengungen an den heldmutigen Widerstande und infolge der wuchtigen Gegenstöße der deutschen Truppen zusammen. Diese Meldung von der Titelseite, die geht noch so weiter, ist sehr, sehr viel Propaganda. Aber Kernessenz ist hier, am 25.11. wird gesagt, dass der Feind, obwohl er erstmal durchgeprescht ist, wieder zurückgedrängt werden konnte. Und das stimmt tatsächlich. Denn schon am 23. November haben die Deutschen das verlorene Gebiet wieder einnehmen können. Mhm. Und jetzt fragt man sich, wie das eigentlich sein kann. Ja, wie kann das sein, dass jetzt die Briten mit den ganzen Tanks, also Panzern, so viel Gebiet einnehmen können und das dann aber 3 Tage später letztendlich wieder verlieren? Die Deutschen verlieren 10.000 Soldaten, das ist ja schon viel. Ne? Ja. Und ein Grund dafür ist vor allem, dass die Briten Versorgungsengpässe haben. Die sind jetzt so weit vorgedrungen, dass sie ihre Truppen gar nicht mehr versorgen können. Mhm. Das finde ich auch sehr bezeichnend, weil du ja das gar nicht mehr gewohnt warst, dass du so viel Gebiet überhaupt einnehmen konntest. Du hast dich ja immer nur um 2-3 Kilometer geprügelt und ja, hattest eigentlich dann auch keine großen Probleme, deinen Versorgungstrupp nachziehen zu lassen. Und jetzt hast du aber auf einmal 10 Kilometer eingenommen. Ja, klar. Damit haben die wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, gar nicht gerechnet. Mhm. Ich habe hier mal angesehen, wie viele Verluste das so gab auf beiden Seiten. Wir haben ja auf deutscher Seite in dieser Schlacht, die noch bis in Dezember reingeht, insgesamt 50.000 Soldaten auf deutscher Seite Verlust und 45.000 auf britischer Seite. Wahnsinn. Ja. Ich meine, jeder Tote ist eine Tragödie, ne? Ja. Ich meine, die sind, glaube ich, auch, die zählen auch alle Verwundete und Gefangenen damit rein, aber ja, genau. Ist trotzdem hoch. Also wir können mal hier noch sagen, hier ist eine Liste aufgemacht worden über das deutsche Heer, dass ca. 25.000 erkrankt wären und 1.619 gefallen, 421 vermisst. Über 25.000 erkrankt, tot ist auch schon echt viel. Ja. Also Summe der Verluste 35.431 und davon ca. 9.500 blutige Verluste. Wahnsinn. Ich finde, man kann da immer nur Kopfschütteln,
Winston Churchill hatte übrigens schon 1915 den Einsatz dieser Tanks gefordert. Jetzt, 2 Jahre später, wurden sie dann tatsächlich auch eingesetzt und haben tatsächlich einen großen Erfolg gebracht. Ja. Gut. So viel zu der Schlacht von Cambrai, die als erste Panzerschlacht gilt heute vor 100 Jahren und 5 Tagen. Kommen wir zum nächsten Thema, Luis. Genau. Ich habe dem Thema die Überschrift gegeben, Chaos in Russland. Mhm. Was ist dieses Chaos? Was haben wir da so für Meldungen gefunden, Luis? Und zwar, es gab eine Wahl zur Nationalversammlung. Die wurden noch ausgeschrieben von der bürgerlichen Regierung, provisorischen Regierung, die jetzt gestürzt wurde sozusagen von den Bolschewikis. Und was interessant ist, es gibt in Russland 79 Wahlbezirke und es gibt nur für 54 von diesen 79 nähere Angaben. Und da sind die Wahlergebnisse wie folgt. 25% Bolschewiki, 62% Menschewiki und 13% bürgerliche Parteien. Also die Roten haben auf jeden Fall über eine sehr hohe Anteil an diesen Wahlbezirken, sagen wir mal so 2/3 von denen, die überhaupt nähere Angaben haben. Also die Zahlen sind natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, und das finden wir erstmal interessant. Also, dass eine Wahl ausgestellt wird, die gar nicht beendet wird, weil der Aussteller schon längst gestürzt ist, in der Zwischenzeit. Und außerdem, dass die Zusprache der Bevölkerung so hoch ist für die Roten, wobei überwiegend die Menschewiken sozusagen die Mehrheit sind. Und jetzt wäre jetzt die Frage, Steffen, was sind Menschewiken? Ne? Ja, also es gibt ja da grundsätzlich die Bolschewiki und Menschewiki. Und man kann sich das als zwei Flügel einer Partei vorstellen. Genau, wie heute auch die SPD in Rechten und Linken und auch die CDU hatten einen gemäßigten und einen rechten Flügel. Und die Bolschewiki sind eher so der radikalere Flügel um Lenin herum und die Menschewiki sind eher so der gemäßigte Flügel. Und Menschewiki hat nichts mit Mensch zu tun. Nee, hat nicht. Nein. Es kommt von Russisch Mensch für Minderheit. Genau. Gab dann in einem bestimmten Jahr gab es eine Wahl, die Lenin ausgerufen hat, man soll über etwas abstimmen. Und per Zufall war er da gerade mit seinem Flügel in der Mehrheit. Und deswegen Bolschewiki kommt von dem Wort, von dem russischen Wort Mehrheit. Und deswegen heißen sie Bolschewiki. Und die anderen Menschewiki. Natürlich echt ein Nachteil, wenn Minderheit heißt, man stellt sich zur Wahl. Ja, lustigerweise war aber damals die Bolschewiki eher in der Minderheit. Die waren nur per Zufall bei der Wahl damals, denn bei dieser Abstimmung um Lenin herum waren sie gerade in der Mehrheit. Wie wenn ich mit den Vornamen schmutzig und den Nachnamen hässlich mich zur Miss Universe-Wahl stelle. Ja. Ist auch keine gute Kombi. Nee. Gerade du, Luis, als Miss Universe. Ja. Merkst du selbst. Also ich würde nicht gewinnen, aber das liegt an den Namen. Ich sagte, der Name ist... weil du ein Mann bist. Nein. Ja. Nur aufgrund des Namens würdest du nicht gewählt werden. Ja, auch das. Ich glaube, Bärte sind da nicht so beliebt. Ja, wobei, es gibt ja auch, wie heißt die, Conchita Wurst. Genau. Ja. Aber gut, wir verlieren gerade das Thema. Ja, das Thema ebenfalls Bolschewiki, Menschewiki, ganz bekannte Trennung. Menschewiki sind die Gemäßigten sozusagen der gemäßigte Flügel. Die wollen nicht radikal die Großgrundbesitzer enteignen und die klassenlose kommunistische Gesellschaft, sondern die sind wesentlich kompromissbereiter. Wollen natürlich schon die Reichen entreichen und die Armen verreichen. Ja. Genau. Wir haben ja in der letzten Folge vor 100 darüber berichtet. Es gab gerade die Oktoberrevolution, die man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass die heute da ist und morgen ist Revolution im Land und übermorgen ist alles geklärt, sondern da herrscht gerade Chaos im Land, die wahrscheinlich auch diese Wahl erklärt, dass es so wenig Wahlbezirke denn wirklich gibt. Also es gibt Wahlbezirke, aber nicht so viele Aufstellungen. Und am 15. November kommt es zum Beispiel dazu, dass 400 Bolschewiki in die außereuropäischen Gebiete Sibiriens gesendet werden, damit die sozusagen die Kunde verbreiten, dass geputscht wurde. Ja. Und jetzt gibt es da relativ unterschiedliche Willkommensgrüße in diesen Gebieten.
Also wo waren die überhaupt genau? Also die waren in Gebieten hinter dem Ural in Sibirien, in Groschnojak und Jenisjek. Sagt mir jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt, aber es ist sehr weit weg in die äußersten Gebiete. Und teilweise werden sie da sehr freundlich begrüßt. Andererseits gibt es auch bewaffnete Auseinandersetzungen mit den Vertretern der die gestürzten provisorischen Regierung. Sicherlich kein einfacher Job. Ja, ich hätte das damals nicht gemacht. Erstmal hätte ich, glaube ich, mitten im Winter nicht unbedingt hinter den Ural und nach Sibirien gehen wollen und dann mich noch mit den Vertretern der provisorischen Regierung auseinandersetzen wollen. Guck mal, das ist wie, wenn wir jetzt hier in Berlin die Regierung stürzen und eine Currywurst-Republik ausrufen und sagen, hier muss jeder jeden Tag Currywurst essen und jetzt muss ein armer Tropf nach München fahren, um die Leute von dieser Idee zu begeistern. Ja. Der kann sich vorstellen, wie begeistert Leute in München sind, wenn man sagt, hey, ich komme von der Currywurst. Okay, aber ich... Ist es klar, was du meinst? Der Vergleich hinkt. Ja, also... Aber ich glaube, bevor das passiert, stellst du dich eher zur Wahl des Miss Universums. Ja. Also das Aufstellen ist nicht das Problem. Ja, das ist. Also sag das nicht so laut. Ich weiß gar nicht, was da so die Regularien sind. Liebe Zeitreisende, wenn ihr dazu mehr wisst, dann schreibt bitte an luis@vorhundert.de oder meldet ihn bei der Wahl an. Ich würde mich freuen. Ich stimme auch für ihn ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn... Also das wäre eine lustige Reise, wenn das klappt. Wir lassen das Thema. Ja, ich glaube nicht, dass das klappt. Genau, diese Meldung, dass da so viele jetzt, dass da 800 entsandt werden, stammt vom 15. November und am gleichen Tag geschieht noch eine andere Meldung. Und die hat mich etwas erstaunen lassen, Luis. Denn die Souveränität der Völker Russlands wird da angesprochen. Ja. Die neue Sowjetregierung verkündet die Gleichberechtigung, die Souveränität der Völker Russlands. Man muss verstehen, Russland war sehr groß von vor 100 Jahren. Also Russland und Deutschland hatten eine unmittelbare Grenze mitten im heutigen Polen. Also das heißt, Weißrussland, Polen, das Baltikum, Finnland, Ukraine, das war alles sozusagen Russland. Und das sind die Völker Russland. Und die Deklaration der neuen Regierung betont ausdrücklich die Möglichkeit der Abtrennung und Bildung eigener Staaten. Ich finde, also vor 100 Jahren Chaos in Russland, ja. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Meldung. Dass man sagt, man putscht jetzt, man stürzt die Regierung. Die Bolschewiken haben ja auch gesagt, dass sie jetzt sofort den Waffenstillstand unterschreiben wollen. Und dann sagen sie sogar noch, liebe Völker Russlands, wenn ihr Souveränität haben wollt, dann könnt ihr jetzt den Schritt dazu machen. Ja. Weil ich meine, du bist ja gerade auch mitten dabei, mit dem Deutschen Reich einen Waffenstillstand aushandeln zu wollen. Und das ist ja jetzt gerade nicht gerade eine Machtposition von dir, wenn du gleichzeitig sagst, liebe Teile Russlands, ihr könnt euch gerne von uns abspalten. Ich finde das interessant. Ja, ich auch. Ich verstehe das auch nicht ganz. Also die merkt, die Bolschewiki, die haben es noch nicht ganz raus. Ja, ist jedenfalls sehr interessant und es gibt ja mehrere Völker, die sofort Interesse bekunden, dies auch vorzunehmen. Das sind einmal die Finnen und einmal die Ukrainer. Wobei wir ja auch wissen, dass die beiden, also Estland, Lettland, Litauen, die Weißrussen, die wollen alle auch ihren eigenen Staat haben. Das heißt, es ist jetzt sehr spannend, da wir jetzt sozusagen wo ein Chaos von Russland sind, wie sich diese Völker im Land verhalten werden. Ja. Aber dann, wenn wir jetzt darüber wenn wir jetzt erzählen würden, wie das ausgeht, dann würden wir ja spoilern. Wir sind ja der V100-Podcast. Korrekt, machen wir nicht. Das machen wir jetzt nicht. Das kommt nochmal. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mit unseren Themen durch? Ja. Was kommt jetzt noch? Jetzt kommt eigentlich, Achtung, ich konzentriere mich, Totholz-Rubrik. Genau. Und zwar von dir und von mir. Und ich würde sagen, wir sind ja auch arme Podcaster, wir müssen etwas Werbung dazwischen machen. Aber die Werbung wird von heute vor 100 Jahren sein. Herz- und Nervenstärkende, kräftigende Hautal-Waschwasser. Tabletten zum Vornehmen, Parfümieren und Weichmachen des Waschwassers. Hautal-Blumenbäder hinterlassen auf der Haut einen zarten Duft, wirken belebend und anregend, machen die Haut samt
weich. Hautal Fichtennadelbäder. In Packungen Einband 5 Bäder und 10 Bäder. Man achte beim Einkauf auf den Namen Hautal. Erhältlich in Parfümerien, Drogerien, Apotheken, Physiochemische Fabrik Alfred Fischer GmbH, Berlin. Und nun noch weitere Schönheitsmeldungen, Schönheitstipps. Von Frau Elise Bock GmbH. Haarpflege namens Lorelei verleiht dem Haar Fülle für nur 3,70 Mark. Goldliesel gibt goldigen Glanz und höchste Schönheit, verhütet Nachdunkeln nur 3,70 Mark. Enfin gegen graue Haare, jede gewünschte Farbe nur 7 Mark. Auskünfte und Prospekte werden auf Wunsch porto- und kostenfrei zugesandt. Oder Hautpflegeprodukte namens Pasta Divina. Verschönerung und Reinigung der Haut. Nur 2,35 Mark. Methode Fix Fix. Mittel gegen Falten und Runzeln von Professoren empfohlen. Nur 16 Mark. 34,70 Mark. Stirn- und Kinnbinde gegen Stirnfalten und Doppelkinn. Nacht zu tragen, das Stück nur 5,35 Mark. Fenstergesichtspuder. Zu bestellen bei Frau Elise Bock GmbH, Berlin-Charlottenburg, in der Kantstraße 158. Die Werbemusik heute vom Victor Herbert Orchester, Naughty Marietta. Dann beginnen wir mit unserer Totholz-Rubrik. Ich würde sagen, ich mache den Anfang mit den 1000 Sasser vor 100 Jahren. Ach, jetzt geht das wieder den los. Den James Bond, dem Alleskönner, den Iron Man. Den James T. Kirk der Erde. Dem Stark, dem, wie heißt der Typ in Iron Man? Tony Stark. Ja, Tony Stark. Er heißt Iron Man. Er heißt Iron Man, Tony Stark, Harry Graf Kessler. So, er ist in diesen 2 Wochen Intervall. Seit der letzten Woche war er in Berlin und ist in die Schweiz gefahren. Warte mal. Ich glaube, wir haben in den letzten 2 Folgen relativ viele neue Hörer, Zeitreisende bekommen. Willst du ganz kurz sagen, was wir hier nochmal machen? Genau, es gibt hier so ein Tagebuch von Harry Graf Kessler. Wir haben die ungekürzte Ausgabe davon und ich erzähle quasi sein Tagebuch nach. Was hat dieser Mensch erlebt? Harry Graf Kessler ist ein Deutscher mit kosmopolitischen Wurzeln. Er spricht mehrere Sprachen perfekt, hat sich per Ausbruch des Krieges für die deutsche Seite entschieden, ist weltweit sehr wohl gut vernetzt über seine Kontakte und ist gerade in der Schweiz und betreibt Auslandspropaganda für das Deutsche Reich, finanziert vom Auswärtigen Amt und schreibt fleißig Berichte nach Berlin, ist dort auch regelmäßig und verfolgt sogar eigene politische Ziele. Sehr gut, Luis. So, und was hat jetzt der Harry Graf Kessler in den letzten 2 Wochen so erlebt und in sein Tagebuch reingeschrieben? Und zwar 1000 Dinge. Wir gehen nur auf die wichtigsten Sachen ein. Er ist wieder in Berlin und sozusagen küsst die Hintern vom Beamten. Und weil er möchte und diskutiert seine Idee der eigenen Souveränität von Elsass-Lothringen. Also Elsass-Lothringen ist vor 100 Jahren ein Reichsland und da steht sozusagen dem Reich direkt. Und er möchte Elsass-Lothringen unabhängiger machen, wesentlich unabhängiger von Berlin, um Goodwill, also ein gutes Zeichen nach Frankreich zu senden, um einen Frieden sozusagen zu erzeugen. Und von dem, was ich bis jetzt von dem Tagebuch lese, ist er regelrecht besessen von seiner Idee und macht überall dafür Werbung. Der Außenminister Kühlmann, und im Deutschen Reich seht ihr es genauso und unterstützt ihn. Er ist sein Sponsor für diese Idee. Während Herr Ludendorff, der extrem mächtige Oberst der Heeresleitung. Heeresleitungsguru, der Ludendorff sieht das eben nicht, weil er der Meinung ist, man kann den Leuten dort nicht trauen und wenn die unabhängig werden von Deutschland, würde kein guten Deutschen die Möglichkeit auch entstehen, da zu seinem Recht zu kommen, weil die ja deutschenfeindlich sind. So, und
das erwähnt er, das zieht sich so durch. Das sind 10 Seiten sozusagen Einträge. Er schreibt auch über die Ludendorff-Argument wegen der Beamtenschaft. Aber er kommt halt auch nicht weiter. Er hat halt die Rückendeckung von Kühlmann, dem Außenminister. Ja, so. Dann gibt es eine wunderschöne Stelle, wo er Berlin beschreibt, die ich sehr interessant finde. Und zwar, die möchte ich einfach mal vorlesen. Ringsherum tobt der Weltkrieg. Im Zentrum diese nervöse Stadt, in der sich so viel drängt und stößt, so viel Menschen und Straßen und Lichter und Farben und Interessen, Politik und Varieté, Geschäft und noch immer Kunst, Feldgraue, Geheimräte, Chansonetten und rechts und links und oben und unten und irgendwo, sehr weit weg, die Schützengräben, stürmende Regimenter, sterbende U-Boote, Zeppeline, Flugzeuggeschwader, Kolonnen auf Schlammstraßen, Hindenburg und Ludendorff, Siege, Riga, Konstantinopel, der Isonzo, Flandern, die russische Revolution, Amerika, die Entex und der Polius, die Pazifisten und die wilden Zeitungsleute und das alles in die halb verdunkelte, vom Menschen dicht gefüllte nächtliche Friedrichstraße mündend, in die unbezwingbare, nie von Kosaken Gurkhas, Chasseurs d'Afrique, Bersagliers, Cowboys erreichte, noch immer nicht, trotz der Prostituierten, die sie begehen, geschändete. Wenn hier eine Revolution hereinbräche, eine gewaltsame Umwälzung in diesem Chaos, Barrikaden auf der Friedrichstraße oder der Einsturz der fernen Brustwehren, welch ein Funkenstieben, wie krachte denn der mächtige, unentwirrkomplizierte Organismus, wie ähnlich dem Weltgericht. Und doch, gerade das haben wir in Lüttich, Basel, Warschau, Bukarest erlebt, angerichtet, fast sogar in Paris. Das ist eben der Weltkrieg. Ist sehr leidenschaftlich geschrieben von ihm auf jeden Fall. Konnte man dem gerade folgen? Ja, also es war sehr schnell, aber dafür gibt es ja die Rückspultaste. Ja, genau. Also im Wesentlichen, er beschreibt halt als Berlin, wie er Berlin sieht in diesem Weltkrieg, und der sagt halt, okay, also um uns rum tobt die Revolution. Und er hat so eine Art Vision, dass das in Berlin auch passieren könnte. Ja, ich finde es auch interessant, dass auch damals schon die Friedrichstraße mit von ihm wieder erwähnt wird. Also das ist ja von fast jedem Berlin-Bericht, ne? Ja. Hört man sie immer wieder. Ja, auf jeden Fall. Dann hat er auch noch Georg Krosch getroffen in Berlin. Über Georg Krosch habe ich mal mit Daniela Ishorst, hast du mal eine Folge aufgenommen? Genau, ne? Genau. Über Georg Krosch, der hat natürlich getroffen. Hm. Warum auch nicht, ne? Natürlich kennt er Georg Krosch. Und hat aber auch mit Georg Krosch 10.000 Mark bekommen vom Auswärtigen Amt, damit Georg Krosch einen Film machen kann mit Herzfeld. Ja, so macht man sich Freunde. Da ist man natürlich beliebt, würde ich mal sagen, ne? Und dann sind das die Sachen. Dann wollte ich doch erwähnen, ja, aber das, nee, ich würde sagen, an der Stelle belassen wir das, weil ist halt noch in die Schweiz geflogen, aber das überspringen wir alles. Also ich finde, es war ein sehr interessanter Eindruck, wie er halt Berlin sieht, und in der Schweiz ist halt am Agitieren, am Filme machen, genau, würde ich sagen. Ja. Dann übergebe ich gerne. Gut. Ja, ich habe gerade mich schon zurecht gemacht. Denn auch meine Totholz-Rubrik, nicht Fabrik. Und zwar, worüber werde ich erzählen? Ich habe mal wieder mir eine Geschichte rausgenommen aus Last Post von Max Arthur. Das ist ein Journalist, der hat alte Veteranen, die schon jenseits der 100 waren, getroffen und sie über ihr Leben ausgefragt. Und alle diese Veteranen haben den Ersten Weltkrieg miterlebt und auch in diesem gedient. Genau, und ich habe mir diesmal rausgesucht Tom Kirk. Ja. Wenn er jetzt noch James mit Vornamen noch hießen hätte, dann wäre es James T. Kirk gewesen. Aber nein, er heißt nur Tom Kirk. Er lebte vom 13. Januar 1899 bis zum 9. November 2004. Und wer jetzt richtig rechnen kann, der kommt auf die Zahl 105. Er wurde 105 Jahre alt. Ich finde es immer faszinierend, wie die ganzen Leute
die diesen ganzen Mist miterlebt haben, über 100 Jahre alt werden. Ja, ich auch. Das ist faszinierend. Ja, was war er vom Rang? Er war Sergeant Lieutenant bei der Royal Navy. Wobei ich das gerade, glaube ich, falsch ausgesprochen habe mit Surgeon. Also er war medizinischer Offizier. Ne? Und er erzählt sehr, sehr viel über sein Leben vor dem Ersten Weltkrieg. Normalerweise gibt es immer so zwei Seiten und er hat jetzt irgendwie vier oder fünf Seiten über sein Leben davor erzählt. Er war ja dann schon, welches Jahrgang war? Also er ist 1899 geboren. Also okay, ja gut, dann war er als Ausbruch des Ersten Weltkrieges 15. War er 15. Mhm. Und zum Beispiel kam er, ein bisschen was will ich erzählen, der kam zum Beispiel 1908, also da war er 9 Jahre alt, kam er aufs Internat Seafield und hat gemeint, ja, wie sah so ein Internat damals aus? Sehr viel Sport, den Mädchen ist man aufgelauert und hat sie mit Matsch beworfen, wurde entdeckt und wurde bestraft. Und wer hat das nicht gemacht? Ja, wer hat das nicht gemacht? Und ja, in der Summe würde er sozusagen, wie würde er seine Zeit auf dem Internat beschreiben? Er meint, er hätte seinen Sohn dort nicht hinschicken wollen. Also im Großen und Ganzen fand er das da wahrscheinlich doch nicht so schön. Er kam dann später noch nach Giggleswick, als er 13 war, und meinte, sein Leben dort sah wieder aus mit sehr viel Sport, Mathe, Geschichte, Latein und Französisch. Er meinte, als er denn von dieser Schule abging, war er ein kleiner Snob, der dachte, dass das Christentum und das Latein und Griechisch, Griechisch hatte er auch noch, dass das die Welt bestimmen würde. Und jeder, der es nicht wüsste, der würde halt nicht wissen, wie die Welt funktionieren würde. Hm. Wie man halt ist so. Wie man halt ist so in dem Alter. Und er kam 1914, oder besser gesagt 1914 war er beim OTC. Und da musste ich erstmal nachgucken, OTC, was ist das? Das zieht sich durch das gesamte Buch, das immer so, das sind ja alte Herren, die irgendwelche Begriffe reinwerfen, die damals halt so aktuell waren und die für sie selbstverständlich sind. Und OTC, ich habe es mal nachgeschlagen, gefunden, ist wohl die Abkürzung für Officers Training Corps. Und was war das? Das kann man sich vorstellen, wie, dass man zur Schulzeit, du nix, du weißt, was es ist? Nee, du nix einfach nur so. Dass man zur Schulzeit sozusagen so eine Art Training machen konnte, militärisches Training, um sozusagen militärisch ausgebildet zu werden schon mal, um Führungsqualitäten zu entwickeln. Also das war so eine Art Jugendausbildung. Genau, um Disziplin auch zu kriegen, um wie man draußen in Zelten übernachtet und all sowas. Und da hat er halt mitgemacht, 1914 auch schon, als der Erste Weltkrieg schon im vollen Gang ist. Und das sah dann auch so aus, dass die draußen dann nicht mehr in Zelten schlafen konnten, weil denen die ganzen Zelte abgezogen wurden. Die brauchten die halt dort woanders. Und musste man wahrscheinlich ohne Zelt pennen. Ja, genau. Wahrscheinlich auch draußen. Das habe ich jetzt noch nicht ganz rauslesen können, aber wahrscheinlich. Dann ist er von der Schule abgegangen und wurde gefragt, Junge, was willst du später machen? Und das wurde ja nicht nur von irgendeinem gefragt, sondern vom Headquarter, also vom Schuldirektor. Und da hat er gesagt, ich möchte gern Medizin studieren. Oder medizinisch ausgebildet werden zumindest. Der Headquarter fragt ihn, ja, wieso denn das, Junge? Und dann hat er ihm eine Antwort gegeben und der hat halt geschrieben, dass die Antwort ihm wahrscheinlich nicht entzückt hat, denn er meinte, ja, weil halt viele Verwandte von mir sind in der Medizin tätig. Was er dem Headquarter nicht gesagt hatte, dass nämlich sein Onkel zu seiner Mutter damals meinte, der Junge sollte Medizin studieren, denn so kann er schnell viel Geld machen. Und ja, aber er sagt, zumindest hat er nicht gelogen, hat er gesagt, dass er das gerne machen möchte, um Leben zu retten. Da hat er zumindest nicht gelogen, meinte er, das kann man auch mal machen. Dann, als er ging, gab es ein Zitat, was er reingeschrieben hat von seinem Ausbilder. Ja, lieber Tom, du wirst ein mieser Arzt sein, aber irgendwie wirst du schon damit durchkommen. Okay, ich ganz ehrlich, ich möchte das nicht von meinem Arzt wissen. Weder während der Behandlung noch
wenn der in Rente geht, möchte ich nicht wissen, dass das mal zu ihm gesagt wurde. Nein, ne? Das möchte ich nicht. Aber das zieht sich noch durch die nächsten Seiten durch, dass er anscheinend ein miserabler Arzt war. Also ich finde ihn jetzt schon sympathisch, ja. Wie er so beschreibt, dass er auf Mädchen als Kind mit Schlamm wirft und sein Lehrer zu ihm sagt, wie, du willst Arzt werden, du wirst ein miserabler Arzt werden. Es ist irgendwie auf irgendeine Art sehr sympathisch, wie du mir das gerade so erzählst. Ich kann mir das so leibhaft vorstellen. Ja. Ich weiß, der war auch so ein bisschen chaotisch in seiner Arbeit, seiner Art und Weise. Ja, das weiß ich nicht ganz so richtig genau, aber wahrscheinlich. Ja, man muss auch dazu sagen, er war ja noch kein Arzt, ne? Und er hat ja noch keine richtige medizinische Ausbildung der bekommen. Geht ja auch gar nicht, weil ich meine, der Erste Weltkrieg war vorbei, da war er dann 17. Ja. War vorbei? Nee, da war er 19. Genau, also aber es kommt noch alles. Er tritt noch in dieses Weltkriegsgeschehen noch ein. Genau, aber da schafft er kein Studium wahrscheinlich. Na, schauen wir mal. Genau, also wie gesagt, die Schulzeit ist gerade mal vorbei und der ist jetzt 1917 jetzt mittlerweile und da wird er Marinearzt auf Probe in so einem Barackenlager und wird dann, muss nachts Wache schieben. Aber irre, der ist ja auch erst 18 Jahre alt. Ne? Genau. Ja. Toller Arzt. Ja. 18, verdammter Arzt. Aber er ist ja nur Marinearzt auf Probe. Ja, aber das heißt ja auch mal beides ab oder was? Keine Ahnung. Nee, das heißt es nicht. Das heißt, dass du noch nicht mal Verwundungen machen kannst. Ach so, okay. Ja, gut. Also das höre ich zumindest aus dem, das lese ich zumindest aus dem raus, was noch folgt auf den nächsten Seiten. Und er meint, als er dort stationiert war, musste er abends aufpassen und da ist er irgendwie eingeschlafen, ist das Feuer ausgegangen. Und dann hat er mächtig Ärger bekommen und um 16 Uhr sollte er sich beim großen Obermufti des Lagers melden und seine Strafe sozusagen kriegen. Und um 15.30 Uhr kriegt er allerdings ein Telegramm, dass er verlegt wird. Der so, juhu! Ja, und der Obermufti, der wusste noch gar nicht, dass er ihn gleich bestrafen sollte. Also er hatte davon noch gar keine Kenntnis und hat ihm gesagt, ja gut, dann gut Glück und viel Erfolg und so weiter. Du kannst gehen. Und jedenfalls wird er dann zum königlichen Victoria Krankenhaus geschickt und lernt dort, wie man nämlich Wunden behandelt. Und das alles innerhalb von so 6 Wochen. Also das ist seine Ausbildung, 6 Wochen, wie man Wunden behandelt und so weiter. Und dann wird er verlegt und lernt erstmal, dass er kommt nach Portsmouth und ist dort stationiert auf einem Klasse L-Zerstörer, der Lydiard. Ja, scheiße, die haben da nicht viele Ärzte da drauf. Genau, und es kommt sogar noch schlimmer, dass in diesem Hafen, da liegen, ich glaube, 3 oder 5 Zerstörer. Und mehrere andere Boote, kleinere Boote und er ist der einzige Marineoffizier, medizinische Offizier. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das sind 1000 Mann. Ja. Und das ist ja mit 18 Jahren für 1000 Mann der einzige medizinische Offizier. Herzlichen Glückwunsch. Und er schreibt hier, ich musste medizinische Inspektionen, ein Schiff nach dem anderen kam an und da musste er medizinische Untersuchungen machen. Und jetzt schreibt er hier, at which my incompetence was evident. To myself. Naja, klar. Aber der Typ ist cool. Ja. Ich meine, das ist ja genau das, was soll er auch machen. Ja. Und was macht er mit der Lydiard? Ich kann mir vorstellen, wie er so rumgeistert. So, nehmen Sie mal diese Pillen. Ja, einmal am Tag. Nicht schlagen. Ja, trinken Sie fleißig Wasser. Ja. Dieses Schiff ist super. Ich, ein Verband, da hilft nur noch ein Einlauf. Wie sowas. Immer schön atmen. Ja, stimmt. Und er ist, wie gesagt, auf dem Klasse L-Zerstörer Lydiard stationiert. Der hat auch, dieser Zerstörer hat 16 in der Schlacht von Skagrak mitgekämpft. War das 15 oder 16? Das war 16. 16 war das, ne? Vor 100 berichtete. Und wie gesagt, der kam ja aber erst 1917 dahin, also hat er die Schlacht nicht mitgemacht, hat dieses Schiff wurde aber dazu eingesetzt, als Konvoi zu dienen für Schiffe nach Norwegen, beziehungsweise im großen Ärmelkanal. Mhm. Und was er da auch beschreibt, ist, dass die K-Klasse-Boote, hast du von denen schon mal was gehört? Die Klasse K-Boote. Das Schnellboote der Deutschen? Nee, von den Briten meine ich. Nee. U-Boot Klasse K.
Okay. Die fangen alle an mit K und dann eine Nummer. Und hier bei Wikipedia steht zum Beispiel grundsätzliche Probleme des Entwurfes. Hier steht ein Satz, sie bekamen wegen vieler schwerer Unfälle, die teilweise auf konstruktive Schwächen zurückzuführen waren, einen sehr schlechten Ruf. Und haben auch den Beinamen Calamity Class, sinngemäß Unheil- oder Unglücksklasse bekommen. Super. So, und dazu beschreibt er jetzt hier was. Auch er sagt, dass das keine gute Klasse war. Denn am 31.01.1918 gab es einen Herrn Admiral Beatty. Ja, der ist sehr bekannt. Auch Schlacht von Skagerrak, meine ich. Ne? Ja. Ja. Und der kam im Januar des Jahres 1918 auf die glorreiche Idee, zahlreiche Schiffe zu verlagern. Wohin ist jetzt erstmal egal. Es ist nur von Bedeutung, dass dort 9 K-Boote unterwegs waren. Und diese K-Boote, das waren U-Boot-Kreuzer, die Dampfturbinen getrieben waren und die waren sehr groß und sehr unhandlich. Also man konnte sie nur schlecht steuern. Mhm. Du ahnst, was kommt? So, die waren nachts unterwegs. Das ist auch sehr wichtig jetzt. Und diese 9 K-Boote waren also unterwegs und sahen irgendwo ein U-Boot und kamen dann auf die Idee, die Geschwindigkeit zu erhöhen, um die Angriffsfläche auch zu vermindern. Ja. Jetzt waren sie aber nachts unterwegs und 2 Patrouillenboote kamen ihnen in die Quere. Und zwar von dem K-14. Also wie gesagt, K-14 bezeichnet jetzt ein U-Boot, immer K und dann eine Nummer. Und K-14 wollte ausweichen, nur das Ruder blockierte. Mhm. Und sodass es das K-14 dann breitseitig in K-22 rein steuerte. Ja. Und es zu einer Kollision kam. Und das war halt der Grund, weil es Nacht war und K-22 auch nicht ausweichen konnte, denn es hat K-14 nicht rechtzeitig gesehen. Und jetzt sind also K-14 und K-22 futsch und du bist ja mit 9 K-Booten unterwegs. Und hast noch 7. Ja, und die anderen wollen jetzt natürlich zur Hilfe kommen. Ja. Jetzt geht's los. So, und dann gibt es ja nicht nur K-Boote, sondern auch noch andere, nämlich den leichten Kreuzer Ethereal und 3 K-Boote. Die kehren um und wollen helfen. Und es ist immer noch nachts. Immer noch nachts, ja. Und ein K-Boot, das müsste die K-12 sein, das geht aus seiner Erzählung nicht so ganz hervor, aber das müsste K-12 sein, hat den Unfall nicht bemerkt und rammt jetzt sein Schwesternschiff, was auf dem Weg ist zu helfen. Und dieses K-12 wurde von einem anderen Kreuzer geführt. Es ist ja manchmal so gang und gäbe, dass die geführt werden von anderen Schiffen. Und lustigerweise, ironischerweise heißt dieses Boot, was K-12 führt, fearless, also ja. Angstlos. Ja. Und das rammt erstmal K-17. Ein anderes K. Wir haben schon viel gerammte Ks, ja. Genau. So. Großartig. Klingt ja alles super. Jetzt kommt noch K-6 und K-4. Und K6 rammt K4 und zwar so stark, dass K4 so fast in 2 Hälften kommt, also aufgeschnitten wird und die sind ineinander verhakt. Das kannst du echt alles geil erzählen, ne? Ja. Jetzt kommt K7 auf 8, dann auf K6. Aber, Luis, pass auf, jetzt kommt endlich mal was, denn K7 hat K6 nämlich gesehen und weicht K6 aus. Aber trifft auf welches K? K4, denn K7 hat nicht K4 gesehen, was ja in K6 reinsteckt. Genau, und somit kommt es zu einer weiteren Kollision mit K4 und K4 sinkt. Das klingt alles sehr lustig für uns jetzt 100 Jahre später. Ja, aber ich werde nicht gehen, der medizinische Offizier da an dieser Stelle. Ja, und vor allem sagt er, der Tom Kirk, dass 9 Mann aus dem Wasser gezogen werden konnten und über 100 Mann verloren gingen. Das ist nicht lustig, ne? Das ist nicht lustig. Das sind ein Haufen Schiffe, die hier also auch gesunken sind. Und du ziehst insgesamt nachts nur 9 Mann raus. Ja. Und das hat auch dann die Konsequenz, dass es verboten wurde, darüber zu berichten. Ja, kann ich verstehen. Die britische Marine kommt ja irgendwie nicht ganz gut bei weg. Nee. Genau, und ja, also
das war sozusagen eine seiner Geschichten aus diesem Krieg. Die anderen sind alle nicht so spannend. Jetzt gab es ja aber noch was Interessantes, denn es wurde ihm versprochen, dass er zu seinen medizinischen Studien zurückkehren darf. Und jetzt muss ich ganz kurz was suchen. Ja, genau, dass er zu seinen medizinischen Studien zurückkehren darf. Und das musste er sozusagen eine Übergabe machen. Mhm. Er hat dem Nachfolger hat er sein Erste-Hilfe-Equipment gegeben und sein Medizinköfferchen. Mhm. Und dann sagt er hier, er übergibt also sein Medizinköfferchen, von dem er oftmals Pillen und Puder ausgegeben hatte, with little understanding of their properties. Ja. Also, es ist geil, ne? Ja, also hat echt keine Ahnung gehabt. Anscheinend keine Ahnung gehabt, was er da gemacht hat. Ja. Ja, aber es war halt Not an Mann und so ging das damals. Was wir normalerweise in den ganzen anderen Geschichten aus Last Post ja haben, ist, dass es dann relativ zusammengefasst eine Geschichte gibt, wie war das Leben danach und was glauben diese alten Herren, warum sie so lange gelebt haben. Genau, ja. Ist jetzt hier nicht. Hier haben wir was Umgekehrtes. Hier gibt es keine Zusammenfassung, warum Tom Kirk glaubt, dass er jetzt so lange lebt. Aber es ist sehr ausführlich, was er denn noch so danach gemacht hat. Und zwar nicht, was jetzt sein Beruf war und so weiter, sondern so Geschichten, die er erlebt hat als Arzt danach. Und die sind alle nicht sehr schön. Also er hat einen Haufen Leichen. Er wurde zu einem Haufen Leichen berufen und hat auch ein Familiendrama mit einem getöteten Vierjährigen. Also was das erzählt er hier alles, das möchte ich jetzt gar nicht wiederholen. Aber sehr interessant hat er noch hiermit abgebildet Auszüge seines Tagebuchs während des Zweiten Weltkrieges. Also er hat sich dann, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, hat er gesagt, das sieht so schlecht für uns aus. Die Deutschen überrennen hier irgendwie halb Europa. Wir müssen jetzt hier Tagebuch führen. Ja. Damit, wenn das mal jemand findet, die Leute sagen können, hier waren noch welche, das waren keine schlimmen Menschen, die waren da, bevor die Deutschen da waren. Finde ich cool, ja. Aber es ist eine geile Idee. Wie gesagt, ich mag den total, der ist total sympathisch. Und der schreibt den Haufen schlimme Meldungen, dass sie total depressed sind, dass die Deutschen so viele Gebiete eingenommen haben und so weiter. Und je weiter der Weltkrieg fortschreitet und dann kommt irgendwann die Wende mit dem Krieg gegen die Sowjetunion. Mm-hmm. Dann schreibt er dann auch hier nur 23. Juni 1941, it has happened. Und dann schreibt er hier, dass die Deutschen Russland angegriffen haben. Und was glauben die sich eigentlich, wer die sind? Jetzt wird es die Wende geben. Okay. Mhm. Und danach schreibt er nur noch spärlich, irgendwann fällt es ihm selber mal auf, dass er nicht mehr so oft in sein Tagebuch reinschreibt und er sagt, wahrscheinlich, weil es uns jetzt gut geht. Ja. Ja, gut. So viel zu Tom Kirk. Er hat sehr, sehr viel noch gemacht in seinem hohen Alter, hat sehr viel besucht, ist immer aktiv geblieben. Das sagt er nicht, dass das der Grund sein würde, dass er so alt geworden ist, aber ich lese heraus, er war sehr alt und aktiv und das war wahrscheinlich der Grund, warum er noch so lange lebte. Meine persönliche Meinung. Wie gut. So viel zu Tom Kirk. Last Post. Gut. Ich würde sagen, Luis, das war wieder die Folge 75 von vor 100. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Liebe Zeitreisende, vielen Dank. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich ran. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch info@vor100.de eine Mail schreiben, aber 030 814 55339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, PayPal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.